Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Foskis 2021. Der zweite Tag beginnt früh. Gestern war ja quasi Social Event. Den hat dann natürlich jeder für sich alleine genossen in dieser virtuellen Welt. Und nun heute auf der Bühne 3 ist das Thema Aktuelles aus den Open-Source-Programmen, aus der Open-Source-Welt, von Standard-Software, die wir kennen und lieben. Wir haben 3 klasse Talks, aber bevor wir in die Talks einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass es im Venueless, dort wo ihr also diese Talks euch anschaut, im rechten Bereich einen Chat und auch Fragen gibt. Das heißt, nutzt den Chat, um untereinander euch auszutauschen, und wenn sich Fragen ergeben, Kommentare oder Hinweise, so bitte stellt die in diesen Fragenbereich rein. Dort kann man die auch hochvoten, sodass wir dann auch entsprechende Diskussionen nach dem jeweiligen Vortrag haben. Gut, beginnen möchten wir mit der Software Degree. Der Thorsten Friebe von der Firma Latlon hat einen wunderschönen Talk vorbereitet und ich glaube, er spricht zum Thema Aktuelles aus dem Degree-Projekt. Aktuell ist wirklich toll. Es existiert schon fast 19 Jahre, dieses Projekt. Schauen wir uns doch mal an, was es denn da Neues gibt beim Degree-Projekt. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Aktuelles aus dem Degree-Projekt. Mein Name ist Thorsten Friebe und ich freue mich, euch in den kommenden 20 Minuten über die Entwicklung im Degree-Projekt berichten zu können. Der Vortrag gliedert sich in folgende Abschnitte. Ich beginne mit einem kurzen Überblick zum Degree-Projekt und werde dann über den aktuellen Stand der Release-Version 3.4.16 berichten, sowie der Unterstützung von Java 11 und dem neuen Standard OGC API Features. Der Vortrag endet mit einem Ausblick auf zukünftig geplante Tätigkeiten. Nochmal zu meiner Person. Ich bin Thorsten Friebe, arbeite bei der Firma Latlon und bin im Technical Management Komitee des Degree-Projektes aktiv. Die Firma Latlon ist seit 20 Jahren im Bereich Open-Source-Software tätig und hat das Projekt Degree mit initiiert. Wir betreuen das Degree-Projekt und bieten dazu Beratung und Support an. Als OGC Technical Member sind wir im Side-Projekt des OGC tätig und betreuen dort die Weiterentwicklung der OGC Team Engine. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann seht ihr hier unten die verschiedenen Kommunikationskanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Kommen wir zum Degree-Projekt. Das Projekt wurde 2001 noch unter dem Namen Jago gestartet und deswegen sind sich die Projekthistoriker einig, dass wir eigentlich schon dieses Jahr den 20. Geburtstag des Projektes feiern könnten. Letztes Jahr war es das 10-jährige Jubiläum als OSGEO-Projekt, welches leider nicht gebührend gefeiert werden konnte. Doch wir hoffen, dass wir das bald nachholen können. Wer mehr zu unserem Projekt erfahren will, kann dies auf der Projektseite der OSGEO Foundation nachlesen oder auf unserer Homepage unter www.degree.org. Das Projekt war von Anfang an darauf ausgelegt, einen großen Teil der relevanten OGC-Spezifikationen zu implementieren. So ist das Projekt eines der wenigen quelloffenen Referenzimplementierungen mit dieser umfassenden Abdeckung von Standards. Wir freuen uns sehr, dass die Release-Version 3.4.16 auch in diesem Jahr wieder erfolgreich die OGC-Compliance-Tests bestanden hat. Und wie wir hier sehen können, auf der rechten Seite in dem Compliance-Badge, ist das nun auch bis Mai 2022 gültig. Ein paar Zahlen zum Degree-Projekt. Diese Auswahl kann man auch auf der GitHub-Plattform finden. So sehen wir, dass die Anzahl der Forks, derjenigen, die das Projekt beobachten oder sich markiert haben, und auch derjenigen, die sich aktiv am Projekt beteiligen, leicht gestiegen ist. Auch die Anzahl der Releases hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr natürlich verändert. Wir würden uns sehr freuen, wenn gerade bei der Anzahl derjenigen, die das Projekt aktiv unterstützen, wir im nächsten Jahr deutlich größere Veränderungen berichten könnten. Gucken wir uns nun den Stand der Weiterentwicklung der Software an. Mit der aktuellen Version 3.4.16 sind 47 Verbesserungen und 37 Fehlerbehebungen seit dem Erscheinen der Version 3.4.0 behoben worden. An der Stelle muss ich aber auch darauf hinweisen, dass eine leider noch viel zu große Anzahl von Pull-Requests noch nicht in eine offizielle Release-Version überführt werden konnte. Das wollen wir bald ändern und dazu gleich noch mehr. Nicht ganz neu, aber trotzdem immer noch erwähnenswert ist, dass seit einigen Jahren ein offizielles Docker-Image über Docker Hub bereitgestellt wird.
Und als wir im letzten Jahr über Twitter dazu aufgerufen hatten, die magischen 1000 Downloads zu knacken, da hatten wir dann doch in relativ kurzer Zeit gleich das Doppelte an Downloads erreicht. Wir können allen Anwenderinnen und Anwendern von Degree nur empfehlen, diese Variante der Installation von Degree zu nutzen, da es echt der einfachste Weg ist, Degree lokal oder auf einem Server mit Docker zum Laufen zu bringen. Mit den hier gezeigten Befehlen, dem Docker Pull und dem Docker Run, kann man einen Docker-Container mit der aktuellen Degree-Version in wenigen Sekunden starten. Mehr dazu findet ihr auf der hier angegebenen Webseite. Dort werden auch die einzelnen Parameter dokumentiert und beschrieben. Auf der Homepage und auf den Projektseiten im GitHub-Repository steht aber weiterhin die gute alte WAR-Datei zum Download bereit, die in jedem Servlet-Container wie Apache Tomcat oder Jetty installiert werden kann. Das erfordert zwar ein bisschen Handarbeit, ist aber weiterhin möglich. Damit wir aber auch weiterhin neue Release-Versionen von Degree bauen können, mussten wir einiges an der Infrastruktur in den letzten Monaten ändern. Im Frühjahr diesen Jahres haben wir damit begonnen, den Server Plaza, auf dem sich mindestens 10 Jahre Projektgeschichte befunden haben, durch einen neuen Server zu ersetzen, der freundlicherweise durch den Foskes e.V. gesponsert wird. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Im Rahmen der Umstellung haben wir es geschafft, alle Services, die vorher auf dem System installiert waren, in eine containerbasierte Umgebung zu überführen, basierend auf Docker. Ein weiteres Ergebnis der Aktivitäten ist, dass jetzt alle Services über HTTPS ansprechbar sind. Die wichtigsten Komponenten für das Bauen der Software von Degree, wie der Jenkins, das Nexus Repository, wurden im Rahmen der Migration auf jeweils aktuelle Versionen umgestellt. Schon seit langer, wirklich langer Zeit überfällig war die Aktualisierung der Demo-Services unter demodegree.org. Diese liefen immer noch auf total veralteten Degree 3.2-Versionen, die schon lange nicht mehr den aktuellen Stand des Projektes widerspiegelten. Wer mehr dazu erfahren will, was wir da alles gemacht haben, kann sich das entsprechende Ticket auf GitHub ansehen oder unsere Wiki-Seite zur Infrastruktur. Ja, die Unterstützung von Java 11. Da arbeiten wir gerade parallel daran und hoffen bald, diese Aktivitäten auch beenden zu können. Aktuell kann man Degree mit einem OpenJDK oder einem Oracle JDK 8 unter Tomcat 7 oder 8.5 laufen lassen. Hier auf dem Screenshot kann man sehen, welche Versionen miteinander kompatibel sind. Also die aktuelle Version 3.5 ist kompatibel mit Tomcat 7.0 und 8.5 und den Datenbanken, die hier angegeben sind. Mit der nächsten Version planen wir also dann die Unterstützung von Java 11. Seit Dezember letzten Jahres steht eine erste Testversion von Degree mit Java 11 als Docker-Image auch wieder über Docker Hub zur Verfügung. Diese Version basiert noch auf einer älteren Version von Degree, nämlich der Version 3.4.14, kann aber genauso einfach mit Docker ausgeführt werden wie alle anderen Docker-Images. Mit den hier angegebenen Befehlen darauf achten, der Pull-Request ist etwas anderes als gerade auf der vorherigen Folie, kann man das Image herunterladen und ausführen. Der Zugriff auf die Degree-Administrationskonsole ist über die hier angegebene Adresse dann lokal möglich. Die Konfiguration von Degree erfolgt unverändert und hat sich auch gegenüber den vorherigen Versionen nicht geändert. Ich kann nur dazu aufrufen, probiert es aus, testet die Version mit euren Konfigurationen und Daten und teilt uns über den Issue-Tracker oder die Mailingliste mit, ob ihr Probleme oder ob ihr Fehler beobachtet habt. Jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen, nämlich die Unterstützung des Standards OGC API Features. Über den Standard OGC API Features wurde im Rahmen der vergangenen Foskes-Konferenzen schon viel berichtet. Kurz zusammengefasst basieren die neuen OGC API Standards auf Architekturstilen wie RESTful und Datenformaten wie JSON und GeoJSON und sind deutlich leichtgewichtiger als die alten auf XML basierenden Standards, wie wir sie von den aktuellen Standards WFS und WMS kennen. Die Degree ORF Implementierung umfasst den Part 1, also die Core-Spezifikation Part 1 und die dazugehörigen Encodings GML, HTML, GeoJSON oder JSON. Mit der aktuellen Version ist auch die Möglichkeit jetzt da, den kompletten Datenbestand in einem sogenannten Bulk-Download herunterladen zu können.
Das ist für all diejenigen von Interesse, die einen Inspire Download Service auf Basis von Degree OGC API realisieren wollen. Dazu gehört natürlich auch, dass man Metadaten verlinken kann, und auch da gibt es eine entsprechende Implementierung in Degree OGC API. Ja, der aktuelle Status ist, dass wir mithilfe unseres Sponsors, dem RGV Hamburg, die Software auf Basis von Degree und anderen Open-Source-Paketen realisiert haben. Wir haben unter anderem Jersey, Swagger und OpenLayers dafür eingesetzt. Der aktuelle Stand, den ich jetzt gleich präsentieren werde, kann man unter der Adresse auch live sich angucken. Und wir bereiten gerade die Übergabe an das OSGEO-Projekt in Form von Pull-Requests vor. Den aktuellen Stand, auch hier wieder, könnt ihr euch auf GitHub angucken. Ja, jetzt gehen wir einmal hier durch ein paar Screenshots von dem aktuellen Stand der Implementierung. Da hat sich seit unserem letzten Vortrag doch einiges geändert. Die Einstiegsseite sehen wir hier, die Datasets, die angeboten werden. Wähle ich jetzt ein Dataset hier aus, dann komme ich auf die Landingpage für diesen Datensatz und ich habe hier die Möglichkeit, direkt in die HTML-Ansicht der kompletten Feature Collection einzusteigen. Außerdem wird mir noch die API-Definition als Open-API-Dokument angeboten und die Übersicht der Conformance-Klassen, die von der Implementierung realisiert werden. Zusätzlich auch hier der Link auf den verlinkten Metadatensatz. Der nächste Screenshot zeigt jetzt das Open-API-Dokument. Wir sehen hier realisiert mit Swagger UI und wir sehen die verschiedenen Ressourcen, die hier angeboten werden, die wir über die Schnittstelle aufrufen können. Wähle ich jetzt eine Ressource auf, habe ich die Möglichkeit, über die Schnittstelle die entsprechenden Requests abzusetzen und ich sehe auch, welche Parameter, die ich optional setzen kann, unterstützt werden. Wähle ich den Execute-Button dann aus, dann kann ich diese Abfrage gegen die Ressource abschicken und ich bekomme auch in der Oberfläche die Antwort dann angezeigt. Zusätzlich bekomme ich aber auch noch den Curl-Befehl und könnte den kopieren und auf meinen Rechner übertragen. Mit der gleichen Ressource kann ich aber auch jeden anderen Testklienten befüllen und den Dienst damit testen. Hier ein Beispiel für ein Plugin für einen Browser. Natürlich gehen aber auch Testwerkzeuge wie SOAP UI oder natürlich APIs, die als Client eine entsprechende Schnittstelle konsumieren können. Die aktuelle QGIS-Version kann zum Beispiel eben auch auf diese Datenschnittstelle schon zugreifen und man könnte eben in QGIS die Daten darüber dann auch abrufen. Zurück wieder zum HTML-View. Hier sehen wir jetzt den Collections-View mit einer Übersichtskarte, nämlich der räumlichen Ausdehnung für den Datensatz, zusätzlich wieder dem Link auf die Features und die zwei Möglichkeiten, den kompletten Datensatz als sogenannter Bulk-Download herunterzuladen. Das kann ich einmal im GeoJSON-Format machen oder im Format GML. Zusätzlich auch hier wieder der Metadatensatz verlinkt. Wenn ich dann auf die Feature Collection gedrückt habe, dann lande ich auf der Features View Übersicht. Da sehe ich also alle Daten, kann durch die Datenmenge durchgehen, kann also seitenweise mir die Ergebnisse angucken. Und ich sehe immer wieder im Kartenbild, welche Features gerade ausgewählt und dargestellt werden. Wähle ich dann ein Feature aus, dann komme ich auf den Feature View und auch hier sehe ich wieder ein Kartenbild, wo genau dieses Feature lokal abgebildet ist, also wo die Geometrie liegt und ich sehe alle Sachattribute zu diesem Feature. Ja, das war der schnelle Ritt einmal über die aktuelle Implementierung. Was tut sich gerade noch im Projekt? Wir sind dabei, noch an einer Performance-Optimierung für den Degree WMS zu arbeiten. Da hat ein Benutzer berichtet, dass gerade bei Inspire-Datenthemen die Performance bei größeren Datenmengen nicht optimal ist. Auch wurde gewünscht, dass die Unterstützung für Postgres Datenbank Version 13 und PostGIS Version 3.0 in einer zukünftigen Version von Degree vorhanden sein sollte. Auch daran wird gearbeitet, sowie Verbesserungen für GML 3.2.2 und WFS 2.0.2,
Da hatten wir im letzten Jahr schon Verbesserungen an der Schnittstelle durchgeführt, aber die sind noch nicht zu 100% abgeschlossen. Auch da wird sich noch was tun. Sehr interessant, vor allem für uns als diejenigen, die neue Release-Versionen immer wieder erstellen müssen, ist die Optimierung und Verbesserung von dem Bildprozess von Degree. Eine sehr wichtige Tätigkeit in diesem Rahmen ist, dass wir das Degree Maven Plugin demnächst aus dem Bildprozess entfernen werden. Wir werden es durch andere Komponenten ersetzen. Dazu gehört auch, dass wir die Tests der OGC Team Engine direkt in den Bildprozess von Degree integrieren wollen. Das soll uns ermöglichen, in Zukunft verlässlichere, schneller, stabilere Builds und somit dann auch schneller Release-Versionen zu erstellen. Denn wir hatten in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass die Release-Build-Prozesse mittendrin aus unerklärlichen Gründen dann abgebrochen sind und wir alles wieder nochmal wiederholen mussten. Das sind alles auch wichtige Vorbereitungen für die Erstellung der Version 3.5 bzw. 4.0. Und wer wissen will, was in dem Rahmen alles noch passiert, den möchte ich hier auf das Ticket, auch auf GitHub verweisen. Da stehen sehr viele interessante Informationen drin, die vor allem für die von Interesse sind, die aktuell Degree schon in der produktiven Umgebung betreiben. Ne? Dann da stehen einige Informationen drin, was die Ablaufumgebung angeht und die Änderung. Ja, zum Abschluss des Vortrags noch der Aufruf, das Projekt zu unterstützen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen. Man kann das einfach durch Testen machen. Man testet die Software mit seinen eigenen Daten oder anhand der Testdaten, die wir bereitstellen, und berichtet, wenn es Probleme oder Fehler gibt, uns die über den GitHub Issue Tracker zurück. Alternativ oder was wir auch sehr begrüßen, ist die Unterstützung bei der Verbesserung der Dokumentation, also Degree ausprobieren und gucken, ob das in dem Handbuch schon gut genug beschrieben ist. Und wenn da irgendwelche Dinge noch fehlen, dann kann uns das auch sehr helfen und auch vor allem allen Anwenderinnen und Anwendern von Degree. Und wir freuen uns da auch über Pull-Requests oder Vorschläge für die Verbesserung der Dokumentation. Ja, und natürlich immer ganz gern gesehen sind natürlich Pull-Requests in Form von Softwareänderungen, die uns über die GitHub-Plattform bereitgestellt werden. Wer nicht so direkt konkret das Projekt unterstützen kann, kann es noch auf einem anderen Wege tun. Wir haben ein Label, das heißt Funding Welcome. Mit diesem Label markieren wir alle Aktivitäten, Erweiterungen, die größeren Umfang haben, wo wir aktuell keine Unterstützung in finanzieller Form haben. Und da rufen wir auf, dass jeder das Projekt unterstützen kann in Form von Sponsorship. Wir haben eine neue Wiki-Seite angelegt unter dem Titel Sponsorship. Wie auch viele andere OSGEO-Projekte haben wir die Möglichkeit, auf der Webseite über einen Donation-Button direkt an das Projekt zu spenden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, an die OSGEO Foundation zu spenden. Das ist alles auf dieser Wiki-Seite dokumentiert. Und auch über die GitHub-Plattform besteht jetzt die Möglichkeit, die OSGEO Foundation zu unterstützen. Und das kommt auch nicht nur uns und allen anderen OSGEO-Projekten zugute, und indirekt dann auch allen Anwendern. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und komme auch schon zum Ende des Vortrags und freue mich jetzt noch, dann live und in Farbe Fragen zu Degree beantworten zu können und gehe hiermit zurück in die Sendezentrale. Tschüss und vielen Dank. Wow, super. Ein klasse Vortrag, lieber Thorsten. Vielen Dank dafür. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt und bin auch wieder jetzt up to date, was beim Degree-Projekt passiert. An dieser Stelle vielleicht zwei kurze Hinweise. Bitte teilt doch jetzt dann unten mit über diese Emojis, wie euch dieser Vortrag gefallen hat. Ihr könnt klatschen, applaudieren, Herzen schicken. Bitte macht das auch reichlich. Und wenn ihr schon einmal in der Venueless-Applikation seid, bitte stellt auch noch weitere Fragen. Eine Frage haben wir bereits. Und lieber Thorsten, diese Frage würde ich dir als allererstes gerne stellen wollen.
Es kommt aus dem Chat, aus dem Fragen-Tab. Wie können denn Anwender den Wechsel auf Java Version 11 unterstützen? Ja, eigentlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Also der erste, einfachste Weg ist, über den Weg, den ihr hier auf den Folien gesehen habt, ladet dann mal die Software runter, am besten als Docker-Image. Nehmt eure Daten, also konfiguriert Degree, so wie ihr es bisher gemacht habt, also nehmt den Workspace und startet eure Konfiguration mit dieser Java 11-Version von Degree. Und wenn dann alles durchläuft, keine Fehler auftreten, dann freuen wir uns auch da über ein Feedback. Also sagt uns, wir konnten unsere Konfiguration unverändert übernehmen, hat geklappt, super, danke, läuft. Wenn es aber Fehler gibt, gebt uns Rückmeldung. Was ist schiefgegangen? Wo treten die Fehler auf? Wie sieht die aus, die Konfiguration? Was kann das Problem sein? Auch da entweder über die Mailingliste, GitHub Issue öffnen, gibt uns da Feedback. Wir sind zum Glück in der Lage, bald, glaube ich, vollumfängliche Pull-Requests zu stellen. Also Funding brauchen wir aktuell nicht für diese Erweiterung, aber wir brauchen wieder Leute, die uns bei der Dokumentation helfen. Also auch hier, wie gerade auf der einen vorletzten Folie beschrieben, würden wir uns freuen. Beschreibt, wie ihr eure Software installiert habt und wenn ihr meint, die Dokumentation ist nicht gut, schreibt uns einen Pull-Request mit einer Verbesserung für die Dokumentation. Das sind, denke ich, mehr so die niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten, wie uns da aktuell geholfen werden kann. Traumhaft, ich denke, die Frage ist sehr gut beantwortet worden. Jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, im Talk, dass ihr da ein bisschen mehr Kollaboration hinbekommen wollt, noch vielleicht mehr Pull-Requests, mehr Feedback, mehr E-Mails auf der Mailingliste und so weiter und so fort. Wie könnten denn Anwender vielleicht während der FOSCIS noch näher mit euch in Kontakt treten? Gibt es da irgendwie, habt ihr was geplant noch, um mit euren Leuten, Anwendern, potenziellen Entwicklern in Kontakt zu treten? Ja, also ihr könnt uns heute im BOF Raum Nummer 2 um 11 Uhr beim Degree-Anwendertreffen nochmal virtuell begegnen. Da wollen wir unter anderem auch drüber sprechen, das ist gestern am Montag eigentlich auch schon angesprochen worden, wie kann man ein Open-Source-Projekt unterstützen? Da gab es eine ganz tolle Initiative, möchte ich mal gerade nutzen hier, ich hijacke mal die Frage, Marc. Anfang des Jahres, dass alle OSGEO-Projekte dazu aufgerufen wurden, zum Thema Sponsorship was zu sagen. Wie kann man die Projekte und vor allem die OSGEO Foundation unterstützen? Wir haben uns an diese Aktivitäten angeschlossen, gibt eine Wiki-Seite, gibt einen Donation-Button jetzt auf der Webseite und da wollen wir auch nachher drüber sprechen. Also wie kann man Open-Source-Projekte im Allgemeinen, OSGEO-Projekte im Konkreten und im ganz Konkreten auch Degree unterstützen? Würden wir uns gerne mit euch später nachher austauschen. Ja, klasse. Also kommt da alle hin, wenn ihr euch dazu entscheiden könnt. Das Programm bei der FOSCIS ist voll. Sicherlich eine gute Sache, auch dort beim Anwendertreffen mitzumachen. Wir haben noch Zeit für Fragen. Ich habe auch selber noch ein paar notiert. Ich sehe im Chat oder in diesem Fragentab noch keine weitere. Also nutze ich die Zeit und stelle die Frage. Ihr habt ja eben die OGC-API-Features-Implementierung mal gezeigt. Mhm. Und du hattest da, also eigentlich sind sogar zwei Fragen. Vielleicht würde ich darum bitten, den Link zu dieser offiziellen Demo-Session in den Chat nochmal reinzuschreiben. Das jo. Geht so schnell, ich konnte so schnell nicht mitschreiben. Das wäre toll und würde dann bestimmt auch schnell zu Feedback führen. Und das Zweite wäre, da seid ihr einen anderen Weg gegangen, glaube ich, bezüglich der Finanzierung. Wir haben uns vorhin so ein ganz klein bisschen unterhalten. Vielleicht kannst du da noch eine Minute oder so zu erzählen. Ja, du hattest mir zum Glück diesen Begriff Release Early, Release Often. Ja, und dann hatte ich mal überlegt, was wäre jetzt meine Antwort? Und meine Antwort wäre Release Late, but Paid. Wow. Also der Unterschied ist der, in der Vergangenheit des Degree-Projekts ist tatsächlich so entstanden, dass durch sowohl, ich sag mal, sehr viel Community-Arbeit, also das heißt auch unbezahlte Arbeit, ein Großteil von Degree entstanden ist. Und das Finanzierungsmodell sah eben das so vor, dass man im Nachgang dann über Support, über Wartung, über Weiterentwicklung diese Entwicklung wieder finanziert. Dieses Mal sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben zum Glück einen Sponsor gefunden, der gesagt hat, er hat Interesse an einer
Implementierung von dem Standard OGC RP Features Core Part 1. Der LGV Hamburg hat gesagt, okay, wir hätten das gerne und wir möchten, dass das auf Basis des Degree Frameworks realisiert wird. Mit der Finanzierung haben wir jetzt auf Basis von Degree was entwickelt. Das ist in der Praxis, wird es auch erprobt. Und diesen Stand, den wir jetzt haben, also eine Version 1.0, wo man sagen kann, finanziert und Praxis erprobt und funktioniert und ist getestet worden, das geben wir dann an die Community dann über. Und das hat einen enormen Vorteil, denn die Community bekommt etwas, was viel stabiler ist, als was so gerade entwickelt wird. Und ihr wisst, also für alle diejenigen, die Software entwickeln, wenn man es so on the fly macht, dann entstehen immer noch mal, dann ändert man hier was, da tritt ein Fehler auf. Und da verstecken sich ganz viele, ich sag mal eigentlich, Wartungskosten drin, während man entwickelt. Und so sagen wir jetzt, wir haben es halt nur einmal released, wir werden es der Community übergeben. Es ist aber bezahlt und ich hoffe, es ist auch stabiler als der Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind. Klasse. Release late but paid. Ein Paradigma vielleicht. Wunderbar, Thorsten. Ich danke dir für die Beantwortung der Fragen und auch für den Vortrag.